Ja, ich habe was vorbereitet, das ich euch ganz kurz präsentieren will, aber mir geht es wirklich mehr darum, dass wir es diskutieren und vielleicht auch verknüpfen mit dem, was vorhin schon Thema war. Insofern möchte ich euch ganz kurz was zu einer Revolution sagen, zu Solidarität und Gewaltenteilung und zu Fragen und Entscheidungen. Und Communities sind ja in der Geschichte sehr berühmt, das habe ich vorhin gesagt. Die Pariser Kommune war ja ein Paradebeispiel auch des Scheiterns in einer bestimmten Art und Weise, aber natürlich in der Frage, auf was kommt es an, wenn Communities gegründet werden. Und die Geschichte, die ich hier aufgetrieben habe, ist eine, die ich ein bisschen nacherzähle, die Katrin Passig eigentlich so in einem schönen Video schildert, nämlich, dass die Jessica auf WhatsApp eine Community einberuft, in der alle erstmal Administratorinnen und Administratoren waren und damit eben auch die Strukturen der Gruppe entscheiden konnten, mitwirken konnten, mitgestalten konnten. Und eines Tages nach den Sommerferien hat die Mutter das geändert und hat quasi die Jessica alleine zur Administratorin gemacht, was im Prinzip, sieht man es auf einer rechtlichen Ebene, tatsächlich mit einem Staatsstreich eigentlich zu vergleichen ist, weil plötzlich alle anderen Community-Mitglieder auf der WhatsApp-Gruppe nicht mehr in der Lage waren, irgendwas anders zu tun, als der Administrator und oder die Administratorin hier, die Jessica in dem Fall, zugelassen hat. Und das ist, glaube ich, ein schönes Denkbeispiel erstmal zu der Frage, wie politisch ist es eigentlich, Communities zu organisieren, zu betreiben, in Communities miteinander umzugehen, sich auf Augenhöhe zu vernetzen und ähnliches. Und ich finde, dass dieses Zitat von Katrin Passig das wunderbar eigentlich zeigt, auf was es ankommt, dass nämlich Politik im Sinne von die Gestaltung der gemeinsamen Welt, der Welt jenseits des rein individuellen, der reinen Familie, etwas damit zu tun hat, wie die Rechte vergeben werden und wie sie auch geschützt werden können, dass eben ich von meinem Wahlrecht beispielsweise Gebrauch mache, dass ich von meinem Recht in der Community Gebrauch mache, vielleicht auch mal unangenehme Fragen zu stellen oder irgendwie einfordere, dass man über dieses und jenes vielleicht sogar abstimmen solle. Ja, also das ist etwas, was ein hochpolitischer Akt eigentlich ist und allzu oft und allzu leicht, wahrscheinlich ohne große Reflexion, im Prinzip immer der Administration übertragen wird. Also ich kenne es jetzt aus den Unternehmen, dass dann irgendwie die Administratorinnen und Administratoren entschieden werden, beziehungsweise dass die Rechtevergabe eben durch die entsprechende IT-Abteilung vorgefertigt wird oder wo auch immer festgelegt wird. Und das widerspricht so ein bisschen dem Community-Gedanken tatsächlich. Hier ein Bild übrigens einer der ersten Communities, nämlich in den antiken griechischen kleinen Polis-Gemeinschaften. Das waren die ersten Communities und die haben ihre komplette, ich sag mal, Versammlung, alles, was sie entscheiden wollten, alles, was das Community, ich sage jetzt einfach mal Management, mir fällt jetzt gar kein besserer Begriff ein, was die da entscheiden mussten, das haben die über diese Agora, über den Marktplatz organisiert. Und entsprechend war der auch erstmal leer und wurde je nach Zweck dann umgewandelt in einen Gerichtssaal, in der, ihr wisst es sicher aus dem Geschichtsunterricht, alle männlichen natürlich nur Bewohner, eher die Aristokraten, stimmberechtigt waren, aber immerhin. Es war etwas, was die gesamte Community betraf und wo die gesamte Community gefragt war, zu urteilen und zu beurteilen. So, und das, glaube ich, ist so ein bisschen die Frage, wie das mit dem Mitentscheiden ist, in welcher Tragweite darf entschieden werden und dass das, finde ich, in den Communities, in denen ich bin, in denen ich kenne, wird das eigentlich gar nicht thematisiert. Es wird nie ausdrücklich diskutiert. Und in der Vorbereitung, Steffi, du kannst dich erinnern, wir haben ja auch mal telefoniert dazu, ob das Thema überhaupt spannend sein könnte, war auch klar, dass es auch kein Thema in dem Sinn ist, dass jetzt massenweise das ein Problem wäre im Sinne von Putsch oder so, sondern eher umgedreht die Frage ist, wie können wir Community-Mitglieder gewinnen? Ja? Und trotzdem glaube ich, dass Diskutieren darüber hilfreich ist und helfen kann, vor allem
ja, die Arbeit der Communities zu gestalten und neue Mitglieder zu gewinnen. So, jetzt mache ich was, was ich normal nicht mache. Eins, und das wäre jetzt, genau, das überspringe ich. Und das wäre jetzt meine letzte Folie, weil wir eh nicht so viel Zeit haben. Ihr kriegt die Präsentation gerne und ich glaube, die Zitate sprechen auch ein Stück weit für sich. Geht man mal in eine Analogie, dann gibt es ja Communities auch im Analogen. Ganz viele, nämlich die Kommunen. Also es ist ja nicht nur vom Wort her, von der Worthistorie her das Gleiche. Also die gemeinsame Lebenswelt, ja, das gemeinsame Zusammensein, die Kommunen genauso haben wie die Communities. Dann ist aus der geschichtlichen Lehre, aus der Historie heraus, die Kommune, also die haben ja in Deutschland auf jeden Fall eine Selbstbestimmung, ja, die kommunale Selbstverwaltung eigentlich. Da geht es dann auch um Gemeineigentum, da geht es um kommunale Daseinsvorsorge. Solche Dinge spielen da eine Rolle. Und das Interessante ist, dass das eben verfassungsrechtlich ein Teil des Staates ist. Ja? Also die kommunale Selbstverwaltung ist etwas, was durchs Grundgesetz garantiert ist, gedeckt ist. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Erfolgsgarantie dafür ist, dass Communities eben auch sehr different und unterschiedlich in Deutschland beispielsweise agieren können. Und das ist jetzt so die Frage, die ich an euch habe, und damit möchte ich tatsächlich jetzt beenden, damit wir noch Zeit zur Diskussion haben. Das war auch meine Frage vorhin an Georg, gell? Georg war's. Ob es eine Art Verfassung gibt, weil ich glaube, in diesem hierarchischen Verhältnis von Unternehmen quasi ein selbst bestimmtes Gremium einzuführen wie Kommunen oder Communities, das widerspricht sich an bestimmten Stellen. Und ich glaube tatsächlich, wenn das nicht verfassungsrechtlich geregelt ist, ich sage es mal so, dann wird es spätestens dann schwierig, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also nicht nur, wenn es Konflikte gibt, sondern ich glaube, dass gerade die Krisensituation im Moment, Corona-Pandemie und sowas zeigt, wie ernst nehmen denn die Unternehmen das eigentlich mit den Communities? Und da würde mich einfach eure Einschätzung interessieren, ob das eine Möglichkeit wäre, darüber nachzudenken und da eben das auch ein bisschen zu verfassen. Tatsächlich im Sinne wie soll ich sagen, eines Dokuments, einer Verpflichtung des Managements, das zu garantieren. Und ich glaube, das war der kluge Schlachtzug von, wie hieß er gleich nochmal, mit der Soziokratie, nicht die Soziokratie, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein. Holokratie? Holokratie? Die Holakratie, genau. Die Holakratie, der an den Anfang die Verfassung stellt, ja, die irgendwo sein muss. Ich glaube, das ist ein ganz richtiger Gedanke, wenn man das ernsthaft durchziehen will und auch versuchen will, da sicherzustellen, dass sich die Communities frei entfalten können. So, das war mein Gedankengang zu dieser Session. Wenn ich direkt was dazu sagen darf. Gerne, von mir aus Also gerne. du sprichst mir aus dem Herzen, das sind genau die richtigen Themen, die uns auch beschäftigen. Also ob man es jetzt Verfassung, Manifest oder Konstitution nennen möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir immer noch feststellen, ist, dass dieses Bild mit der Pyramide und mit dem Kreis nicht das ausdrückt, was wir sagen wollen. Also da haben wir noch ein Kommunikationsproblem auf unserer Seite. Und unsere Verfassung steht nämlich quasi im Kreis, diese 7 Hashtags. Das ist unsere Verfassung. Und wenn man diese 7 Hashtags alle konsequent lebt, dann sind wir der Meinung, dass Communities neben Organisationen immer existieren können und werden. Und das Beispiel, was du gebracht hast mit Gemeinden, das wäre jetzt in unserem Sinne keine Community, weil es eine fest institutionalisierte Organisation ist. Und also natürlich gibt es jetzt, sagen wir, zwischen 100% hierarchisch links außen und völlig selbstorganisiert rechts außen Abstufungen.
Und deswegen können sich, keine Ahnung, eine Gilde, eine Community, was auch immer, eine Communities of Practice, Communities of Interest, also irgendwo einsortieren. Aber wenn man jetzt immer diese beiden Extreme sich anguckt, links außen voll top-down hierarchisch, rechts außen Community völlig selbst organisiert. Und wenn diese Community sich eben genau an diese Hashtags hält, ich glaube, dann haben wir die Verfassung gefunden. Also so ist jetzt gerade unser Angang und wir schreiben da auch gerade ein Dokument dazu, wo wir das eben aufklären, warum wir glauben, dass das beides nötig ist. Und wir sehen dann auch, wenn diese beiden Pole eben gleichzeitig da sind, wir sagen nicht sowohl als auch, sondern sie sollen gleichzeitig da sein, dann ist das im Prinzip für die Organisation hilfreich und genauso für, wie sagen wir, die Netzwerkorganisationen. Und jetzt, was wir uns vorstellen, zu verankern in der Organisation und vielleicht darüber hinaus, weil du sagtest, man sollte irgendjemanden dazu verpflichten, dass sie eben diese Welt der Communities weiter fördern. Also wir sagen erstmal nochmal mit dem Aspekt, wenn eine Organisation, eine Community was, oder eine Kommune oder wer auch immer Mittel zur Verfügung stellt, dass sich diese 7 Hashtags entfalten können, dann ist schon sehr viel erreicht. Aber es obliegt immer der Entscheidung der Hierarchie, Pyramide zu sagen, was sie dafür tun. Und wenn man es nochmal ganz hoch projiziert, weg von den Gemeinden hin zu der UNO, ja, die UNO ist ja auch im Prinzip ein freiwilliger Zusammenschluss von Staaten. Und wenn die Hierarchie, ein Staat plötzlich sagt, das gefällt mir nicht mehr, was ihr macht, dann hat es die wieder schwer. Und im Prinzip glaube ich, dass wir hier auf allen Ebenen, bei Gemeinden, in Firmen bis hin zur UNO, im Prinzip schon an einem Konstrukt arbeiten können, was vielleicht für alle irgendwann mal noch stimmiger und passender wird. Ja, spannende Gedanken. Aber erstmal die Runde rein für. Also, ich hatte noch ein bisschen einen anderen Einfall oder Gedanken dazu, zu dem Vorschlag von Alex, da die Communities in der Verfassung zu verankern. Dass ich glaube, in den Umfeldern, wo ich bisher gearbeitet habe, also bei Siemens Energy, da sind wir einfach noch einige Evolutionsstufen davon entfernt, über eine Verfassung zu sprechen, die Communities ein Recht gibt. Weil bisher sehe ich und den Eindruck von Unternehmen, dass Communities eigentlich entstehen, mehr oder weniger in so einer Art Duldung. Und erst wenn sie sich erfolgreich zeigen fürs Unternehmen, dann wird überhaupt erstmal der Duldungsstatus zu einem Akzeptiert-Status und danach kommt irgendwann ein Recht-Status, ja. Und ich habe den Eindruck, von dem Rechte-Status immer noch weit weg entfernt. Aber es ist natürlich das Ziel, ja. Also, oder nicht, dass ich jetzt jemanden abwürge. Ich wollte nur auch in die Runde fragen, ob es von den weiteren Teilnehmern noch jemand gibt, der Gedanken dazu hat oder Erfahrungen teilen möchte oder Ideen. Nicht so rein? Dann mache ich vielleicht nochmal eine Runde, weil ich beschäftige mich tatsächlich so ein bisschen auch auf der theoretischen Ebene damit. Ich bin einfach von Haus aus, sagen wir, politischer Staatsbürger, also das politisch Sein, das bewegt mich einfach. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann ist es tatsächlich so, dass das gar nicht so verkehrt ist, die Communities mit Kommunen echt zu vergleichen. Also ich gehe mal davon aus, wir früher Stadtluft macht frei, ja, vielleicht kennt ihr das noch als Spruch. Es war ja tatsächlich während des Feudalismus die einzige Möglichkeit, überhaupt eine andere Meinung vertreten zu dürfen, die ja der Hierarchie der Feudalherren zu entkommen, in die Städte zu gehen, ja. Und das wurde auch garantiert. Also das war immer etwas, was total wichtig war, dass das nicht nur geduldet ist, sondern dass das eben auch anerkannt war, weil das wiederum bewirkt hat, dass andere Menschen das auch gemacht haben.
Und das, glaube ich, ist ein bisschen, oder ich finde, an dieser reinen Selbstorganisationsthese oder an der Selbstbestimmungsthese immer problematisch, dass das tatsächlich für mich oft Schönwetterveranstaltungen sind und dass ich das genau dann bewähren muss, wenn es eigentlich nicht mehr so zueinander passt, nicht mehr so kongruent ist, wenn die Community tatsächlich etwas Eigenes verfolgen und das Unternehmen dann sagt, ja, aber so könnt ihr, oder die Hierarchie sagt, wie auch immer, so könnt ihr das nicht machen, weil dann wird es ja spannend. Und ich spreche auch nicht nur, ich hoffe, ihr hört die Hunde nicht zu laut, die gehen jetzt gleich spazieren und jaulen ein bisschen oben. Und wenn das dann eben zum Thema wird, ja, wer bestimmt denn jetzt nun den Weg? Und deswegen ist das eine, Georg, was du gesagt hast, ist ja die interne Verfassung, würde ich mal sagen. Aber wie ist es denn geregelt im Unternehmen? Also was Benedikt auch angesprochen hat. So, wo gibt es hier Garantien, dass die Community auch die Selbstbestimmung ausüben kann? Ja? Ich denke, die werden immer gut gelitten, weil man sagt, das sind aktive Kolleginnen und Kollegen. Die kann man schon brauchen. Aber was ist, wenn das mal zum Konflikt führt? Darf ich fragen, also, Michaela Wendel hier, Entschuldigung. Was meinen Sie denn, Alexander Klier, mit Konflikten? Also ich bin gerade, ich lausche hier ganz andächtig, aber ich kann das überhaupt nicht übertragen auf mein Unternehmen. Ich arbeite für Bosch, wir haben Unternehmenswerte, hinter denen ich stehe. Ich bin auch in dem Team, das für die Social Collaboration, die Plattform stellt. Und wir haben auch einen Ehrenkodex, den es einzuhalten geht. Aber was meinen Sie mit Konflikten, die dafür sorgen könnten? Schatzi, lass mich kurz fragen. Entschuldigung, das sind meine Hunde. Ich mache mal die Kamera an, dann können Sie das hier sehen. Welche Konflikte könnten das denn sein, die dazu führen, dass Sie sagen, das könnte obsolet sein, so eine Community? Naja, je nachdem, was für einen Auftrag die Community hat. Also Communities bilden sich ja nicht so völlig im freien Raum, sondern die sind ja im Prinzip, kommt ein bisschen drauf an, da gibt es auch sehr unterschiedliche Communities, müssen wir jetzt nochmal spezifizieren. Aber in dem Moment, wo Communities, wie es bei uns, bei Back et al. So ist, tatsächlich abbilden bestimmte Prozesse, ja. Also indem wir quasi Kundenprojekte über Communities organisieren und da auf einmal eine Entscheidung kommt, ich sage es nur so, die vielleicht nicht dem entspricht, was das Management gerne entschieden hätte. Das kann sein, dass es Konflikte gibt. Also jedenfalls kann ich mir vorstellen. Und dann ist die Frage, was greift da? Aber ich gebe schon recht, das ist dann natürlich jetzt sehr abstrakt und sehr theoretisch, will ich auch gar nicht so weiter vertiefen. Aber von der Grundidee her finde ich es immer wichtig, dass es sowas wie einen Rechtsanspruch gegenüber der Struktur gibt. Ich sage es mal so. Weil sonst wird es eine sehr beliebige Veranstaltung, die vom Goodwill abhängt. Hab verstanden. Danke. Ja, aber es geht auch in die Richtung dann von Zensur, oder? Also, weil alles andere. Also meinen Sie dann, dass es vom Goodwill im Sinne von, dass dann Zensur eventuell eine Rolle spielen könnte? Oder bin ich jetzt gerade ganz völlig fehl am Weg? Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Bei uns im Unternehmen wäre das zum Beispiel, das Unternehmen entscheidet, dass die Mitarbeiter in Zukunft anders organisiert sind. Was weiß ich, die sind jetzt nach Ländern eingeteilt und nicht mehr nach Technologien, ja. Und wenn die Communities stark genug sind, sagen die Mitarbeiter, wir arbeiten in den gleichen Strukturen weiter wie zuvor, weil es in den Communities sich so entwickelt hat. Und es ist halt angenommen, ja, bei uns gibt es diese starken Communities nicht, aber die würden eigentlich sagen, wir arbeiten so weiter und es hat dann sicherlich Konsequenzen in vielen Reporting und was auch immer. Und da würde die Hierarchie dann sagen, sorry, aber wir sind hier die Chefs und würde im Zweifel sagen, wo organisieren die sich? Abschalten. Das wäre so ein Extremfall. Danke, danke schön.
Aber ich, bevor wir jetzt in eine Richtung kommen, die jetzt doch eher theoretisch ist, gehen wir wieder zurück zur Praxis und zu der Frage, ob es natürlich möglich ist, über so die internen jedenfalls Konstrukte, wie sie Georg geschildert hat, jedenfalls mal das Engagement der Community-Mitglieder zu stärken. Ich glaube, das ist die brennendere Frage dahinter. Dahinter steckt ja immer die Frage des Wofürs. Und da werde ich immer sehr hellhörig, wenn Leute sagen, es nehmen zu wenige teil. Und das ist eben wieder dieser Aspekt der Freiwilligkeit. Wenn es nicht sexy ist, wenn es nicht cool ist, dann gehe ich nicht hin. Und das ist eben das Harte, was man ertragen muss, wenn man irgendwie anfängt mit irgendwas und es kommt niemand. Und das ist die beste Selbsterfahrung, die man machen kann. Und das nächste Mal kann man es ja schon wieder ein bisschen anders machen oder aufgeben und was anderes anfangen. Und deswegen nur des Selbstzwecks wegen Communities zu gründen und die Leute und die dann am Laufen zu halten, braucht es nicht. Also wir sehen Communities quasi so als selbstregulativ. Entweder ist die Stimmung scheiße im Unternehmen und die Reorganisation wird nicht mitgetragen, dann gründen sich irgendwelche Kaffee-Ecken oder Guerilla-Gruppen oder sonst was, wo man sich das erzählt. Und jetzt kann man quasi als Organisation das einfach akzeptieren und sagen, ja, dann gibt ihnen doch noch eine Bühne, eine Möglichkeit, wo sie sich selbst organisieren können, wo sie quasi diese Veränderung verkraften, verschmerzen, ausleben dürfen, um quasi die U-Boote an die Oberfläche zu holen. Und wenn der Schmerz vorbei ist, dann kann es auch mit der Community wieder vorbei sein. Deswegen, ich sehe Communities nicht quasi als institutionalisierte Konstrukte. Die sind selbstregulativ, die bilden sich, wenn Personen sagen, wir brauchen das, weil wir nicht innovationsfähig genug sind oder weil ich gerade selber ein Problem habe oder was auch immer, dann tut das Unternehmen gut daran, den Raum zur Verfügung zu stellen, damit sich die Menschen darum kümmern können. Und dadurch wachsen sie, wir werden alle schlauer dadurch und wir gehen ja dann, wir stecken ja in Positionen in der Pyramide und wir füllen diese Pyramide dann mit anderen Werten und Gedanken aus und damit hat die Organisation direkt etwas davon. Darf ich nur mal gleich nachfragen oder nachbohren vielleicht, weil da wird es jetzt demokratietheoretisch ganz spannend, finde ich. Also ich habe dich jetzt so verstanden, wenn es quasi knirscht und knackt, Reorganisation, dann ist gut, quasi Dampf abzulassen, Community gründen und irgendwie können sich die Leute dann dort organisieren und austauschen. Ja? Das kann funktionieren. Meine Frage wäre aber, wie ist denn dann der Reorganisationsprozess geplant? Also soll denn darüber nicht auch, und das wäre jetzt nur mal die Frage, wie verankert muss das dann sein, wäre es denn nicht auch, oder wäre es denn nicht viel besser, wenn das nicht nur zum, ich sag mal, Dampfablassen genutzt wird, sondern wenn die Communities konkrete Entscheidungen treffen können, wie der Prozess ausgestaltet wird? Weil sonst ist es immer, finde ich, so eine pseudodemokratische Veranstaltung. Ja, da dürfen sie was sagen, aber passieren tut nichts. Also das ist für mich immer so die Gewähr, dann passiert auch nichts. Also weil so schlau sind ja die meisten Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, also es macht für mich ja nur Sinn, mitzuarbeiten, wenn ich auch wirklich was bewirken und bewegen kann. Und zwar, denke ich, oft nicht nur in der Community, indem ich hier meine schlauen Blogbeiträge verfasse oder irgendwie im Wiki mitschreibe, sondern auf das Unternehmens- oder auf das Ziel bezogen, das die Community hat in dem Geflecht der Organisation. Also da würde mich noch interessieren, wie du das siehst, ob das oder wie ihr es organisieren würdet. Also ja, also ich bin, sagen wir, strikt dagegen, dass Communities Entscheidungen treffen. Weil wir ein Managementsystem haben, das per se für nichts anderes ist, Entscheidungen zu treffen. Und sobald eine Community intronisiert wird, Entscheidungen zu treffen, kommt es zu diesem Konflikt. Und um das zu vermeiden, sagen wir, Leute, ihr habt hier Geld, ihr habt Freiraum, ihr dürft Communities machen, aber all das, was an Wissen und vielleicht an guten Ideen und vielleicht auch schon entscheidungsreifen Vorschlägen an die Oberfläche kommt, das gehört der Firma. Punkt.
Und bitte deshalb teilt es in einer Full Disclosure Culture. Und diesen Mut aufzubringen, das zu teilen, bringt viele Vorteile mit sich. Wir haben eine Reihe von Beispielen, dass Menschen, die in Communities so agiert haben, die sind unter dem Vorstand befördert worden. Also die werden gesehen. Deshalb, ich brauche sie nicht zusätzlich als Community Manager zu installieren. Sie werden sowieso von der Organisation gezogen und in den Führungspositionen geholt. Das heißt, mit ihrem ganzen Wesen und ihren Erkenntnissen und Sein sind sie plötzlich in der Pyramide, genau an ihrer richtigen Stelle. Das heißt, es ist ein natürlicher und guter Personalauswahlprozess für Führungspositionen. Ich brauche nicht eine Parallelwelt aufzubauen, ja, sondern Entscheidung und quasi knallharte Führung ist Teil des Managementsystems. Communities sind ein Platz, um seine Self-Leadership-Qualitäten auszuprobieren. Wenn ich eine Idee habe, ziehe ich Leute an, wie bin ich in großen Gruppen, wie verhalte ich mich, wie sehe ich mich, wie kommuniziere ich. Und die Organisation sieht das und sie zieht sich die Leute raus, die gut sind. Und das ist eigentlich das beste Rekrutierungsumfeld, was es gibt. Also wir haben so viele tolle Menschen, die da jetzt rausgepickt werden. Es ist einfach nur noch schön. Ja? Und nicht irgendwo, weil irgendjemanden kannte und jemand was versprochen hat, sondern die Menschen werden getragen von hunderten anderen Leuten, die sie kennengelernt haben, gespürt haben, mit denen gesprochen haben. Sagen, hey, ich habe einen guten Draht zu dem. Ja? Also insofern meine Sicht. Okay. Da können wir anders mal weiter diskutieren. Da habe ich ein bisschen gerne. Andere gerne. Aber es ist spannend, letztlich auch diese unterschiedlichen Positionen, weil ich verstehe Communities tatsächlich anders. Also nicht nur als Rekrutierungsfeld. Wirklich spannend und man sieht einfach auch, es gibt hier kein Schwarz oder Weiß. Die Palette ist einfach sehr weit, das ist ein komplexes Thema und da wir auch schon in 2 Minuten zu unserer Hauptsession zurückkehren, an der Stelle auch ein großes Danke sagen für die tolle Diskussion und für das spannende Thema. Ich denke, man sieht das, ja, das legt auf jeden Fall zum Weiterdenken an und ich weiß nicht, gibt es noch ein paar Kommentare, ein paar Gedanken zum Schluss, die noch jemand teilen möchte oder Alexander, gerne auch selber noch, ansonsten langsam zum Ende. Nein, nur, dass ich mich gern mit euch vernetze. Wir werden es hinkriegen und ihr kriegt auch die Präsentation. Und da hänge ich dann auch noch an, weil ich dazu was geschrieben habe schon in unserem Corporate-Blog, das eine, und einen Artikel in einer Zeitschrift Arbeit, Computer und Arbeit. Da könnt ihr dann nachlesen. Da habe ich es ein bisschen ausdifferenziert, um was es mir eigentlich geht.